mal das Haarband hier noch wegmachen. Oh. Ich fand alle um. Hallo ihr Lieben. Heute soll es um diese Bücher hier im Hintergrund gehen. Und zwar ist das die X-Reihe von Annalena Kanau. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Beginnen wir als allererstes mal mit der kurzen Information, dass ich bisher nicht alle vier Teile gelesen habe, sondern nur den ersten Teil und den zweiten, dass ich euch ganz kurz erkläre, worum es im ersten Teil geht. Auf die anderen Teile kann ich leider nicht wirklich weiter eingehen, da das eine fortsetzende Reihe ist. Das heißt, die Geschichten knüpfen direkt aneinander an und der erste Teil endet auch quasi mitten in einer sehr prekären Situation und hat halt schon einen fiesen Cliffhanger, dass man auf jeden Fall auch weiterlesen möchte. Und deswegen, wie gesagt, ich kann zu den anderen Teilen nichts weiter sagen. Ich möchte euch aber wenigstens ganz kurz erklären, worum es im ersten Teil geht. Im ersten Teil lernen wir unsere Protagonistin Mila kennen und Mila ist 16 Jahre alt, glaube ich. War sie 16 oder 17? Sie ist 16 oder 17, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist es so, dass Mila das erste Mal alleine zu Hause ist. Ihre Eltern sind alleine nach Frankreich verreist und sie hat quasi sturmfreie Bude. Ihre Nachbarn passen aber quasi immer noch mit auf sie auf und gucken da mal nach und gucken, was sie so tut und macht. Und ja, dann ist es so, dass Mila die Gelegenheit natürlich nutzt, endlich alleine zu Hause zu sein und schmeißt eine Party. Das bekommen ihre Nachbarn natürlich mit, die finden das gar nicht so witzig und tun Mila da auch ganz schön quasi eine Standpauke halten. Und Mila möchte sich dann später bei ihren Nachbarn dafür entschuldigen, wie das Ganze halt so gelaufen ist und stellt dann fest, dass da irgendetwas nicht stimmt. Und spätestens als ihr Nachbar quasi in ihr Haus einbricht und sie fressen will, ist nichts mehr wie es war. So, da ist mir gerade mal wieder der Akku abgeschmiert. Ja, ich hatte gerade gesagt, dass es dann nichts mehr ist, wie es war, als der Nachbar quasi Mila attackiert und sie fressen möchte. Und das ist quasi auch der Beginn der Geschichte. Und das Ganze nimmt dann ihren Lauf und mehr möchte ich zum Inhalt, glaube ich, auch nicht verraten. Das ist sonst viel zu viel. Die Geschichte verkompliziert sich dann natürlich von Teil zu Teil immer mehr und es kommen immer wieder neue Sachen ans Licht. Und ja, es ist wirklich eine Geschichte, die sich von Band zu Band weiterentwickelt. Ich muss sagen, dass der erste Teil noch sehr, sehr teenie-mäßig ist. Also es ist schon sehr jugendlich noch im ersten Teil, auch wie die Charaktere reagieren und die Handlungsweisen. Und das ist für mich so in meinem Alter teilweise schon so gewesen, dass ich dachte so, Mann, mach das doch nicht. Das ist doch logisch, dass das nicht klappt. Aber ja, so 16-, 17-jährige Leute denken da halt noch anders über diese Situation. Deswegen war es am Anfang schwierig für mich, da mich in die Charaktere reinzufinden. Wie gesagt, es ändert sich dann aber mit dem Fortschreiten der Reihe und die entwickelt sich dann natürlich auch immer weiter. Es sind hier Wendungen drin, die man nicht erwartet und das finde ich wirklich sehr, sehr gut. Und ich mochte die Reihe bisher wirklich total gerne. Es sind insgesamt 5 Teile jetzt schon erschienen. Der 6. Teil kommt demnächst raus. Und ja, ich, wie gesagt, mochte die X-Reihe total, was die Handlung betrifft. Und auch die Charaktere, wie die sich im Laufe der Geschichte entwickeln, finde ich ganz, ganz toll. Es bleiben natürlich einige Charaktere auf der Strecke. Wie könnte es anders sein? Und es wird natürlich nach einem Heilmittel quasi für die Zombie-Seuche gesucht. Und was die ganzen Charaktere damit zu tun haben und was Dante damit zu tun hat, das ist es, worum es in X quasi geht. Wie gesagt, zu den Charakteren, ich mochte die Charakterentwicklung von Mila hier total gerne, gerade da sie sich im Buch immer weiterentwickelt von so einem anfänglichen, weinerlichen, kleinen Mädchen, was gerne den Kopf in den Sand stecken würde, schon zu einer stärkeren Protagonistin. Und ja, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch die Nebencharaktere Charlie mochte ich total gern und auch Dante ist ein ganz, ganz toller Charakter in dieser Geschichte. Ich möchte jetzt nicht so viel zu den Charakteren verraten, jetzt schon im Vorfeld, aber man kann sich da auf jeden Fall auf eine Überraschung, was die Charaktere betrifft, einstellen. Und ja, was kann ich euch sonst noch erzählen? Der Schreibstil. Der Schreibstil von Annalena ist locker, leicht und einfach. Typischer Jugendbuch-Schreibstil. Das geht alles gut von der Hand, man kommt gut durch die Handlung. Ich hatte hier keine langen Phasen, wo jetzt quasi nichts passiert ist, also dass es sich gezogen hätte oder so. Das hatte ich gar nicht in den Büchern. Ansonsten, wie gesagt, wurde es von Teil zu Teil auch immer spannender. Die Geschichte hat dann quasi ihren Verlauf genommen und wurde halt auch immer vertrackter und verzwickter. Man kann es dann quasi mit dem Anfang der Geschichte auch gar nicht mehr so vergleichen. Und ja, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wie gesagt, der Schreibstil von Annalena ist locker, leicht, einfach, typischer Jugendbuch-Schreibstil. Man kommt gut durch die Geschichte. Es sind keine Schachtelsätze drin oder irgendwas, das man da nicht versteht. Und ja, ich mochte den Schreibstil total gerne. Wie gesagt, ist typisch Jugendbuch. Kommt man sehr, sehr gut durch die Geschichte. Und
Ja, was könnte ich euch sonst noch erzählen? Wie gesagt, vom Setting her befinden wir uns hier in Deutschland. Die Geschichte beginnt in Kreuztal, in der Heimatstadt von Mila. Ich habe es ja sonst nicht so mit deutschen Settings, ne? Ihr wisst, ich lese lieber amerikanische Settings, warum auch immer. Ich mag es halt lieber, wenn es in Amerika spielt. Aber ich muss sagen, das fand ich jetzt hier bei diesen Büchern eigentlich gar nicht schlimm, dass der Schauplatz mal hier quasi in Deutschland war. Man vergisst das mit der Zeit auch wenn immer wieder deutsche Städte genannt werden und solche Sachen. Aber man vergisst das mit der Zeit beim Lesen total. Und es ist ja dann eigentlich auch nur noch nebensächlich, wo das Ganze jetzt genau spielt. Das ist ja egal. Es geht ja um die Charaktere und diese Zombie-Seuche, die da ausbricht. Mein Fazit zu dieser Reihe ist, dass es eine richtig coole Jugend-Zombie-Geschichte ist. Und wenn ihr Bock auf Zombie-Geschichten habt, die nicht ganz so eklig sind, denn es sind ja Jugendbücher, dann solltet ihr euch X auf jeden Fall angucken von Annalena Kanau. Ich kann sie euch da wirklich nur empfehlen. Und ja, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, diese Bücher zu lesen. Das war meine kurze Buchvorstellung zur X-Reihe von Annalena Kanau. Wie gesagt, ich kann zu den Folgebänden nichts sagen, da ich euch hier die Geschichte komplett spoilern würde. Und das möchte ich absolut nicht. Weil ich finde, man muss diese Geschichte lesen, man muss mit dieser Geschichte wachsen, man muss in diese Geschichte hineinwachsen und sich da echt überraschen lassen, was da alles noch passiert. Und deswegen wollte ich da jetzt nicht allzu viel verraten. Wenn ihr diese Bücher schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich natürlich wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.